Hallo, ich finde es schön, euch auch diese Woche wieder zu sehen bei einem meiner Videos. Ja, heute wird gerätselt. Gerätselt und geraten. Ich habe euch etwas mitgebracht, das zeige ich euch. Und möchte von euch natürlich wissen, ob ihr das Rätsel knacken könnt. Aber viel spannender ist es, wie ihr denn zur Lösung gekommen seid. Dass ihr irgendwann einmal die richtige Lösung findet, das traue ich euch schon zu. Das ist jetzt nicht so dieses große Thema, ist es überhaupt lösbar? Die Frage ist auch nicht unbedingt, wie lange jetzt braucht ihr jetzt wirklich dafür, sondern wie seid ihr vorgegangen? Welchen Ansatz nehmt ihr so und was war der Moment, wo ihr gesagt habt, ah, jetzt ist es mir klar, das ist die Lösung. Gut, ich rede nicht lange um den heißen Brei herum, ich zeige euch einfach mal das Bild, um das es geht. Ja, ganz viele Symbole, unterschiedliche Art und Weise. Schönen Punkt ist es heute. Was seht ihr denn? Ihr seht eine Malreihe, kleines Einmaleins. Da gibt es ja mehrere. Jetzt möchte ich wissen, welche Malreihe ist es denn, die ihr hier seht? Nehmt euch Zeit, macht euch ein Foto, nehmt euch ein bisschen Ruhe, denkt drüber nach. Ich kann jetzt natürlich nicht so lange abwarten, bis alle von euch im Ziel sind. Das heißt, all jene, die noch überlegen wollen, jetzt einfach das Video pausieren. Ich gehe sonst weiter und werde euch die Auflösung zeigen. Es ist die Dreierreihe. Das heißt, einmal drei, zweimal drei, dreimal drei. Diese Reihe im kleinen einmal eins. Was ist denn der schnellste Weg, dorthin zu kommen? Das ist zu sagen, naja, wir sehen, dass die zweite Zahl immer die gleiche sein muss. Also man sieht, dass sich die erste Zahl der Malreihe abändert. Das heißt, es geht hier um einmal irgendwas, zweimal irgendwas, dreimal irgendwas im Vergleich zu dreimal eins, dreimal zwei, dreimal drei. So könnte man ja eine Malreihe auch aufschreiben, wenn man möchte. Gut. Dann sehen wir, dass das erste Ergebnis sich in der dritten Zeile wiederfindet. Das heißt, wir können davon ausgehen, erste Zeile ist einmal die Zahl, zweite Zeile zweites Mal die gleiche Zahl, dritte Zeile ist dann drei. Und wir sehen, dass hier die Sonne, nämlich die ganz linke Sonne in der dritten Zeile, eine 3 sein muss von der Logik. Und bei welcher Malreihe kommt einmal was ist 3 raus? Natürlich bei der Dreierreihe. Das heißt, wenn man so überlegt, kann man ganz ohne Mühe und ohne irgendwas versuchen zu müssen, aufschreiben zu müssen, durchgehen zu müssen, zur Lösung kommen. Und was will ich euch mit diesem Beispiel anschaulich zeigen? Es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Rätsel lösen kann. Und wenn man Rätsel unterschiedlich löst, dann auch Aufgaben, die sich einem vielleicht so im Alltag, im Privatleben oder auch im Beruf stellen. Man kann sich jetzt durch Versuch und Irrtum herantasten, das heißt sagen, so eine Problemstellung hatte ich noch nie, oder was soll dieses verrückte Rätsel? Naja, ich probiere mal irgendeine Malreihe aus und werde ja schauen, komme ich mit der irgendwie durch oder lande ich da irgendwo im Durcheinander. Da hängt es natürlich dann vom Glück ab, wie viele Versuche man braucht, um zur richtigen Lösung zu kommen. Das heißt, einerseits kann dieser Weg durchaus Spaß machen, andererseits bedeutet er einfach einen gewissen Aufwand und damit auch Zeit, die man investiert. Weniger Zeit braucht man, wenn man versucht, ein bisschen eben strategischer vorzugehen, sich zu überlegen, wie hängen denn Dinge zusammen, was weiß ich denn über diesen Sachverhalt, um den es da geht, was weiß ich zum Beispiel über Malreihen, wie sind die aufgebaut. Ja, welche Logik steckt dann dahinter? Und das führt dann eben zu dem Lösungsweg, den ich euch gerade eben gezeigt habe. Dritte Reihe, das heißt dreimal, das heißt Sonne muss drei sein. Und damit sehe ich eigentlich auch schon in der zweiten Zahl natürlich immer, dass es drei ist oder im Ergebnis der ersten Zeile, wie immer ich das dann anlegen möchte. Das heißt, wenn ich Sachverhalte kenne, wenn ich weiß, wie Dinge zusammenhängen, dann kann ich davon ableiten, was muss daher sein, welche Dinge müssen gleich sein zum Beispiel, oder was kann denn nicht sein, was schließt sich denn von vornherein aus. Dann brauche ich diese Möglichkeiten zum Beispiel bei meinem vielleicht dann doch noch Versuch und Irrtumweg gar nicht berücksichtigen. Ja, wenn ich weiß, dass das so groß nicht sein kann oder
so klein nicht sein darf oder wie auch immer, worum es auch immer geht, dann kann ich diese Möglichkeiten schon einmal ausschließen. Auch beim Kopfrechnen. Deswegen ja auch diese Annäherungen. Ja? Wenn du zum Beispiel denkst an 15 mal 15, welche Größenordnung kann es haben? Es muss auf jeden Fall größer als 10 mal 10. 10 mal 10 ist 100, ne? Weil 15 ist auf jeden Fall größer. Und 20 mal 20 wäre zu viel. Das heißt, irgendwo in dem Bereich dazwischen muss sich dann das Ergebnis spiegeln. Das heißt, ganz grob wäre es in unserem Fall dann natürlich, das Ergebnis muss zwischen 100 und 400 liegen. Und dann kann man sich noch stückweise annähern. Wo ungefähr wird denn das Ergebnis sein durch weitere Gedanken? Aber es könnte auffallen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei einer schriftlichen Rechnung um eine ganze Stelle oder so verrechne und ich kriege dann ein Ergebnis raus, das über 1000 ist oder vielleicht unter 100, dann müsste ich wissen, irgendwas stimmt da nicht, irgendwo ist da was schiefgelaufen. Das heißt, das macht schon Sinn, so sich auch durch Ausschlussgedanken anzunähern und so den Bereich des Versuch und Irrtums ein bisschen einzugrenzen, um schneller und mit weniger Aufwand, weniger Stress, weniger Ärger zur Lösung zu kommen. Ja, wie ist es euch gegangen? Wie schnell habt ihr das Rätsel geknackt und wo war der Moment, wo ihr gesagt habt, na, das ist eh richtig, was habt ihr im Vorfeld unternommen, um zur Lösung zu kommen? Wenn jemand seine Erlebnisse oder Gedanken dazu teilen möchte, gerne. Würde mich freuen, das in den Kommentaren zu lesen. Bin auch immer sehr neugierig, wenn es ähnliche Rätsel gibt, wo ihr der Meinung seid, da seid ihr lang gesessen und habt nachgedacht, obwohl doch die Lösung recht einfach sein könnte. Ja, so diese typischen, wo man sich nachher ärgert, oh, was habe ich denn da für Zeit und Kraft investiert? Dann schickt mir die, vielleicht kommen die dann in einem meiner Videos gerne vor. Mir bleibt nur mehr Like, Subscribe, Ring the Bell. Dranbleiben bis nächste Woche. Es geht wieder mit etwas ganz was anderem weiter. Und ich würde mich freuen, euch auch da wieder zu sehen. Bis dahin, alles Liebe, eure Barbara. Ciao.